was die da einfach von sich geben. Und Sie haben das ja hier BRD, DDR, Sie haben ja den direkten Vergleich. Gucken Sie sich mal an, wie das in der DDR aussah. Wir haben auch noch ein paar alte Bilder. Ne? Ich möchte Ihnen auch nochmal meine alte Arbeitsjacke hochzeigen. Ich habe keine neue gekriegt. Ne? Da hab ich nochmal ein Foto gemacht. Ne? Ja. Von meiner alten Arbeitsjacke. Und, ja, die habe ich immer getragen. Die habe ich, glaube ich, 10 Jahre. Heute weiß ich, ich war noch selten da. Die sollen sich mal angucken. Ich habe keine an die Jacke gekriegt. Es gab keine zu kaufen. Ich hätte mir so gerne eine gekauft. Ne? Es gab keine zu kaufen. Oder Handschuhe. Wir haben keine Handschuhe gekriegt. Ich habe keine Arbeitshandschuhe gekriegt. Das muss man sich mal überlegen. Na und so, was sie so mit uns gemacht haben, darüber sollen sie auch nochmal nachdenken. Das ist unglaublich. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also diese beste Lüge, die sich haben einfallen lassen, war eigentlich diese Lüge hier mit der Bestrahlung durch die Decke, die hat uns besonders unglaubwürdig gemacht. Möchte ich auch nochmal sagen, das kann sein, dass es überall nochmal oben steht, ne? Ja. Das war ja so, sie haben uns unter Hypnose gezwungen, dass wir die Tür aufmachen, dann die Tür wieder abgeschlossen, wir waren wieder drin in der Wohnung, so. Ich habe aber in den Büchern nachgeguckt und habe genau gesehen, dass was wir hatten, die Hautveränderung und der Strahlenkater, dass es ganz genau Verstrahlung war. So, was soll man dann denken, wenn man das andere nicht weiß? Was soll man dann denken, dass man sich gar nicht drum kümmert hier, ne? So, was soll man dann denken? Man denkt, man wird durch die Decke bestrahlt. Ja, es war doch nur die einzige mögliche Schlussfolgerung. Ich bin Wissenschaftler, ich wollte das immer nie glauben. Das war eine ganz große Lüge, die die uns einfach untergewuchtet haben. So wird es noch einige so eine Lügen sein, die sie uns untergewuchtet haben, damit wir unglaubwürdig werden. So, man hat uns ja nur gestört im Internet, da sind noch so viele Lügen oben und alles. Das konnten wir einfach nicht berichtigen. Wandern. Wann denn? Wie sollen wir sowas runterladen und wieder hochladen? Man hat uns nie Zeit gelassen. Man betäubt und begast uns immer weiter, damit wir schön durchhalten. Nichts anderes. So, und diese Kommunisten sind ganz gefährlich. Sie machen weiter. Sie sind jetzt im Prinzip, das ist ja schon wieder die dritte Generation, die sie da aufbauen im Osten. Und die lassen es da gut gehen. Und sie haben alles andere unterdrückt und wer da noch zuckt, wird beseitigt. Und die trauen sich wohl gar nichts mehr, die DDR-Bürger. So, und diese Familie mit extra Vogelfrei, ja, das ist ja ein Unding da, was die sich schon leisten. Das ist schon wissenschaftlich gar nicht möglich, was sie da machen. Entweder ist denn die ganze Familie hat denn einen weg und die liegen alle in der Psychiatrie, weil das eben so ist, ne? Weil das in der Familienanamnese so ist, dass es eben, ja, manchmal passiert es so in Familien so, aber da nur ein paar und auch was der junge Mann da von sich gibt und so, das scheint schon, dass er unter Medikamenten steht und so weiter und so fort und ja, das ist traurig, dass der Westen sich da nicht drum kümmert und dass es ihn noch immer nicht interessiert. So, und ja, wenn wir Pech haben, wenn sie nicht aufpassen, haben wir bald einen Kommunismus. Also die FDP, die haben sie erledigt. Und das sieht hier nicht gut aus, das möchte ich mal der Welt sagen. Weil das ist unglaublich. Und man muss ganz schnell diese Kommunisten überall raus haben. Die Kommunisten als Lehrer überall raus haben. Lieber andere Lehrer nehmen, die das auch nicht verstehen. Die sehen nicht durch, die sind nur dumm. Und auch die Ärzte schaden dann nur. Auch die sehen nicht durch. Die wissen nicht, was sie machen. Sie haben nur Praxis am Menschen. Und da klappt es dann ab und zu. Weil irgendwas müssen sie auch mitgekriegt haben, die letzten Jahrzehnte, diese Arzt waren. Ne? Nichts anderes. Also das kann ich ihnen garantieren. Also heute wissen sie ja. Also ich war immer ein Paar mit denen. Ich habe mich immer mit denen gehabt. Und das möchte ich auch mal Ärzten sagen. Das ist ganz schlimm, wenn Sie ein junger Arzt sind. Legen Sie sofort los. Sagen Sie nicht, Sie haben genug gelernt. Sie merken, dass die alten Ärzte nicht so viel wissen und denken, ach, das reicht mir. Machen Sie sofort weiter, bilden sich sofort weiter. Hören Sie nicht auf, was Sie da gelernt haben. Das ist nicht mehr das Aktuellste. Diese dicken Schwarten, die müssen sich kaufen und die müssen sich noch durcharbeiten. Dann sind Sie ein guter Arzt. Und lassen Sie sich das nicht einreden, so, boah, 16 Uhr, Feierabend, Ende. Nein, Arzt, das ist was ganz anderes. Das ist auch noch Verantwortung. Das ist auch noch Verantwortung Menschenleben gegenüber, ne? Und Menschenschicksalen und so weiter und so fort. Das ist so richtig ein Vollzeitberuf. Das ist eigentlich ein Beruf wie jeder andere Handwerkerberuf normalerweise früher war. Das ist eben das Leben des Menschen. So, und Sie werden dann nicht glücklich, wenn Sie dann ganz pünktlich Feierabend machen und dann noch ein bisschen hier und da abzocken und da noch ein kleines Geschäftchen machen, da noch ein kleines Geschäftchen auf Kosten der Patienten und so. Das wird Sie nie glücklich machen. Glücklich werden Sie, wenn Sie sich um die Patienten kümmern, wenn Sie auch immer für die Patienten da sind. Weil so ist der Mensch, so ist sein Leben. Kein Mensch ist irgendwie, wenn er geboren wird, ein böser Mensch. Die Natur hat ihn so programmiert, dass er ein guter Mensch wird.
diese ganzen Kaputten, die dann hier in der Politik irgendwo was werden oder so und dann auch noch was zu sagen haben und der Gesellschaft zu deutsch haben, die würden in der Natur sofort aussortiert werden. Die setzen sich hier auch nur mit den Drogen durch. Die würden sofort kaputt gehen, wenn sie ihre Drogen einfach absetzen. Das wird die Natur gar nicht zulassen, dass sie so schlecht und gehässig sein können und sowas entscheiden können. Das wird die Natur nicht zulassen, dieser Mensch wird eingehen. Oder dieser Mensch wird denken, ach, was habe ich für eine Freiheit, ich baue mir meine Drogen an und lebe davon, von den Drogen. Ja. Na, dann ist er doch erledigt, dann stört er doch keinen mehr, wenn er bloß noch seine Drogen anbaut und nur noch für sich lebt. Na toll, ne? Das stört der Gesellschaft nicht. Aber diese anderen, die dann hier ganz hoch in die Politik kommen und überall noch was zu sagen haben, die sind ganz gefährlich. So, und als Arzt, sie werden nicht glücklich werden. Gucken Sie sich mal an, diese alten Zöpfe, die näher mein Alter sind und älter und so. Was die aus sich gemacht haben, was die aus ihrem Leben gemacht haben, die da in leitender Position sind. Die gucken sich mal an. So wollen sie werden? Na, dann werden sie so, wie ich es ihnen vorschlage. Dann werden sie glücklich und dann haben sie was davon. Geld allein, das macht nicht glücklich. Und das beruhigt auch nicht. Im Gegenteil, je mehr man hat, je mehr muss man aufpassen. Diese ganzen Störche wollen nur noch klauen. Und nicht zuletzt der Staat mit den Steuern. Das ist ja unglaublich. Und dann natürlich die Behörden, die dann merken, dass die ein bisschen mehr Geld hat, die wollen dann auch ein bisschen absamen, nichts anderes. Das ist unglaublich. Zumindest hier haben wir es erlebt in Frankfurt, in Köln und in allen neuen Bundesländern in den Städten, wo wir waren. Da haben wir es erlebt. Ne? Und in Bonn haben wir es auch erlebt. Ja. Das können wir Ihnen auch nochmal bestätigen. Ja, aber da sollten Sie mal drüber nachdenken. Nicht, dass Sie denken, ich schimpfe immer gegen die Ärzte oder so. Machen Sie es einfach besser. Sie haben ein Grundwissen. Sie merken, dass es in der Klinik nicht da ist. Sie merken, dass die noch nicht mal einen richtigen Standard haben. Lassen Sie sich nicht von denen leiten. Machen Sie einfach weiter. Machen Sie was aus sich. Werden Sie guter Arzt. Seien Sie für die Menschen da, wie es die Natur vorgesehen hat bei den Menschen. Nichts anderes. Und auch als Handwerker. Sie sind ein Handwerker, Sie können was, Sie helfen hier, Sie helfen dort, es ist Ihr Leben. Bauen Sie sich immer um Ihren Beruf Ihr Leben auf, wenn es Ihr Wunschberuf ist. Sonst müssen Sie natürlich über ein Hobby eine Befriedigung finden oder versuchen irgendwann Ihren Beruf nochmal zu ergreifen, der Ihr Wunschberuf ist. Dann werden Sie wirklich glücklich. So, und ich weiß heute, dass ich wohl noch glücklicher als Arzt war, als Wissenschaftler und dass ich davon gar nichts mehr weiß, dass man mir alles gelöscht hat. Aber so geht es, so ist es normal und wie ich das auch jetzt gelesen habe, das ist wohl auch erst in den letzten 20 oder 25 Jahren so, vielleicht haben es auch die Stasi jetzt hier mit rübergebracht, dass man eben im Prinzip ganz pünktlich Feierabend macht als Arzt. Das geht natürlich gar nicht, ne? Weil erstmal verdienen sie reichlich Geld dafür, dass sie für die Menschen da sind und unter uns, ne? Also man macht sich nicht tot als Arzt. Ja, und wenn man dann noch mit dem Porsche und so dann zur Demonstration fährt, dass man auch mehr Geld will oder so. Ja, die Ärzte sind arm in Deutschland. Und dass die Politik das überhaupt zulässt, dass das überhaupt möglich ist, wie viele da einfach gestorben sind, ne? Weil diese Ärzte nicht aufhatten, diese Krankenhäuser. Ne? Man muss doch mal so richtig beim Namen nennen. Das ist ja nicht so, als wenn so ein Bauarbeiter mal streikt, dass dann der Kran hier mal stehen bleibt oder so. Ne? Darüber sollte man in aller Ruhe nachdenken. So, das sollte schon gewesen sein. Ich sollte Ihnen noch die kommunistische Denkweise ein bisschen näher gebracht haben, sonst lesen Sie sie. Aber das möchte ich auch nochmal wert sagen. Das riecht hier aber ganz stark nach Kommunismus. Jetzt haben sie die FDP beseitigt. Hier sitzt sich gerade eine Hinter daneben uns raucht, deshalb muss ich noch ein bisschen leiser werden. Dadurch sind die Grünen ganz weit oben und der Fischer war Kommunist, Trittin ist Kommunist und da sind viele Kommunisten bei den Grünen. Wie gesagt, sie haben sich das mal angeguckt, 1980 oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Partei gegründet wurde, interessierte mich damals nicht. Dieser Fischer war ein Idiot für mich, wie ihn das erste Mal gesehen hat im Fernsehen. Mann, denke ich, was für ein Penner. Wie leuchtet er am Bundestag rum? Man muss sich ja schämen, na, ein Glück, dass ich DDR-Bürger bin. So was habe ich noch gedacht, ich wusste noch nicht, dass ich Russe bin. So, und da stecken die ganzen Kommunisten drin und sie haben deren Wirtschaften schon schön was gemacht, ne? Mit dem, ich erinnere mich nur am Flaschenpfand, ich erinnere mich an diesen ganzen Quatsch hier mit den Atomkraftwerken. Ne? Das wird uns aber allen teuer, ne? Also, das geht aber noch hoch, ne? Also ich rechne so in 10 Jahren bestimmt mindestens doppelt so hohen Strompreis, den wir jetzt zahlen. Das sagt man ihm bloß noch nicht. Also mit den Windkraftanlagen, das kann man alles nicht so regeln. Aber das ist ja eine andere Sache. Ja, und diese Grünen, ja, und dadurch dann diese Linken sowieso.
Das ist ja jetzt dann die dritte Kraft und die CDU-CSU wird ja von Merkel und geleitet und Gauck ist ja ihr bester Freund als Bundespräsident. Alle Achtung, dass das die Wirtschaft nicht mehr lange mitmacht und dass die Merkel dann noch alles kaputt machen wird. Und ich bin auch überzeugt, dass die Presse und alles andere, wenn man das mal so ein bisschen genauer liest und so, dass die auch wissen, was um Merkel ist und um Gauck war. Die sind ja nun auch nicht dumm und man geht da auch ziemlich offen um, ja, wenn man das dann auch immer gleich berichtet. Und deshalb bin ich überzeugt, dass man hier eigentlich Bescheid weiß. Das möchte ich auch dem Ausland mal sagen. Oder nicht? So, dass wir nicht vom Mond gefallen sind und alle neu informiert haben, sondern man wusste ganz genau Bescheid. Im Prinzip ist das auch für die Welt, möchte ich auch mal jungen Menschen sagen, hier in Deutschland, eine totale Bestätigung gewesen. Weil sie merkten, dass wir wirklich isoliert waren und sie merkten, dass wir wirklich von Anfang erstmal durchsehen mussten, erstmal erfahren mussten, was hier los ist. Und sie merkten, dass wir es trotz Isolation ganz genauso gesehen haben und ganz genauso berichtet haben, wie sie es vielleicht dann manchmal lesen, wenn so ein DDR-Bürger endlich mal begreift, was man ihm gemacht hat und auspackt. Ne? Wie diese Frau erkannt hat, dass sie dann da nur vergewaltigt wurde als Kind. Ne? Auch in den Krankenhäusern und so. Ne? Mir fällt das jetzt alles nicht mehr so ein. So. Ja, und so war das gang und gäbe und es ist traurig, dass man das einfach so zulässt, weil man denkt, man macht da, hat am Osten mal kurz einen Gewinn gemacht und jetzt wieder raus und jetzt ist wieder, man jetzt in der Schweiz, so wie dieser Müller und so, ne, nichts im Kopf, zufällig da gerade mal eine Firma gehabt, die da ein bisschen was herstellen konnte, schnell im Osten nochmal schnell abgesahnt, obwohl er genau gesehen hat, was die Kommunisten da alles angestellt haben mit DDR-Bürger. Und jetzt lebt er, glaube ich, schon in der Schweiz und ist hier schon weit weg und hat seinen Dreibach gemacht und ist eben dieser Müller, ne, von Müllermilch und alles und so, ne. Waren er nicht auch noch Querelen mit seiner Frau und so? Konnte er nicht auch noch nicht mal vernünftig mit der Frau zusammenleben und so eine Scherze? Ich glaube, das war alles trotzdem mal so. Die haben dann schnell mal eine Mark gemacht und auch auf Kosten des DDR-Bürgers und sowieso auf dieser ganzen Gesellschaft. Indem sie diese Gesellschaften, ihre eigene Gesellschaft, ihren Kapitalismus verraten haben. Das war ihnen total egal. Hauptsache sie und Hauptsache sie machen ihre Mark. So, man ist hier in seiner freien Denkweise sehr verwöhnt und man tut nichts dagegen und ja, hoffentlich wundert man sich da nicht nur einmal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich möchte jetzt aufhören, weil hat sich hier einfach neben uns gesetzt und ich möchte nicht, dass man die Statements schon hört. Danke für die Aufmerksamkeit.